Do you feel the pulse? Ja, hallo Freunde und willkommen mal wieder. Und zwar in den folgenden kurzen Video werde ich euch zeigen, da ihr euch bestimmt schon mal gefragt habt, ob ihr, wie ihr einen Ordner unter Windows erstellen könnt, der keinen Namen hat. Ja, einen namenlosen Ordner. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn wir jetzt hier alles löschen und einfach Enter klicken, dann funktioniert das nicht. Oder ja, ihr könnt versuchen, wie ihr wollt, das wird nicht funktionieren. Aber mit einem kleinen alten Trick funktioniert das. Und wie ihr seht, habe ich hier schon einen namenlosen Ordner erstellt, der überhaupt keinen Namen hat. Wie ich das gemacht habe, das ist ganz einfach. Wenn ihr auf einen Ordner gehen und hier auf Umbenennen, da müsst ihr die Alt-Taste gedrückt halten und dann einfach die Zahl 255 eingeben. Wichtig ist, dass ihr das auf den Namenblock macht und dann einfach Enter und schon habt ihr euren Ordner hier, ja, euren namenlosen Ordner. Ja, das war's auch schon und bis nächste Mal, falls ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommi hinterlassen.